Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zum Buchstudio. Wir beginnen heute mit der Serie A und zwar mit dem letzten Spieltag der ersten Rückrunde. Der SV Ritten hat ja zu Hause den HC Mailand zu Gast gehabt. Die Rittener, die ja von der Niederlage gegen Bozen kamen, wo sie überhaupt nicht gut gespielt haben. Und sie wollten natürlich hier wieder einiges gut machen. Rittencoach Rob Wilson musste nicht nur ohne die angeschlagenen Markus Hafner und Matteo Rasom auskommen, sondern auch auf Leistungsträger Ryan Ramsey verzichten. Der Kanadier wird 3 Wochen ausfallen, um eine Kopfverletzung auszukurieren. Bei den Gästen aus Mailand fehlte hingegen Luca Ansoldi aus familiären Gründen. Dafür feierte der ehemalige Bozner Jordan Knackstedt sein Debüt im Trikot der Lombarden. Knackstedt spielte mit Galetti und Jor in einer Linie. Der zweite Neuankauf der Mailänder, Rajan Kinasevic, stürmte hingegen mit Matt Ryan und Tommaso Migliore. Die Hausherren hatten die erste Chance nach nur 48 Sekunden im Konter mit Lorenz D'Accordo. Seinen Schuss hielt aber der ehemalige NHL-Schlussmann Andy Raycroft problemlos. In der 7. Minute startete Alexander Eisert aus der eigenen Abwehr, passte dann in die Mitte zu Alex Frey, das 1:0 für Ritten. Wilson hatte Frey, der sonst mit Dudin und Yasina spielt, in den dritten Sturmblock versetzt mit Eisert und Fauster. Der 19-jährige Kalterer verstand sich aber gleich sehr gut mit seinen neuen Sturmpartnern und erzielte sein zweites Saisontor. 2 Minuten nach dem 1:0 musste Matt DeMarchi auf die Strafbank. Ritten war zum ersten Mal in Überzahl und erhöhte den Druck auf die Mailänder Abwehr. Dudin zu D'Accordo, der jedoch daneben vorbeischuss. Gleich darauf versuchte es der 28-jährige Stürmer noch einmal, diesmal auf Zuspiel von Domenico Berna. 5 Minuten vor der ersten Drittelpause meldete sich auch Mailand zu Wort und wie denn DeMarchi traf mit einem Hammerschuss die Querlatte. Pech für die Gäste, die Aktion lief dann weiter. Domenico Berna startete im Gegenstoß, fand dabei Torhüter Raycroft seinen Meister. Nur 30 Sekunden später spielte Kinasevic Andreas Luzern, aber auch der Meraner scheiterte am Pfosten. 2 Pfostenschüsse in einer halben Minute, da hatte Justin Bogge wohl das Glück auf seiner Seite. So blieb es bei der knappen 1:0-Führung der Rittner, die in der letzten Minute des Startdrittels auch noch eine Möglichkeit mit Thomas Spinell vergaben. Zu Beginn des Mitteldrittels versuchte es Mailand wieder mit seinem Paradeblock. Knackstedt zu Galetti, dieser spielte Diego Jorian, aber Justin Bogge konnte abwehren. Der schnelle Konter der Lombarden von der Torkamera aus, Bogge kann den Schuss von Jori aber sicher halten. In der 28. Minute war Ritten in Überzahl, Borghi saß auf der Strafbank. Der Schuss von Kemp, Berna wollte nachsetzen, kam aber nicht mehr zur Scheibe, der Raycroft dazwischen griff. 1 Minute später Diego Jori und Jordan Knackstedt in Zusammenspiel, aber erneut behielt Bogge die Oberhand. Mailand verlangte den Videobeweis, aber von der Torkamera aus kann man ganz klar erkennen, dass der Block weit vor der Linie von Bogge unter seinen Körper begraben wurde. Anschließend spielte Kemp Greg Yasina an, der jedoch diese riesengroße Chance vergab und alleinstehend vor Raycroft scheiterte. Dann musste Emanuel Schelfer 2 Minuten vom Eis. Mailand suchte den Ausgleich mit Verteidiger Marvin Degon. Bogge konnte die Scheibe zuerst nicht festhalten, rettete dann aber doch noch. Nach 38 Minuten zeigten sich die Lombarden kaltschnäuziger. Galetti sah Neuzugang Jordan Knackstedt und dieser ließ Bogge mit einem wahren Kunststückerl aussteigen und netzte zum 1:1 ein. Für den 24-jährigen kanadischen Angreifer, der in der vergangenen Saison als Topscorer des HC Bozen 74 Punkte in 54 Partien sammelte und somit maßgeblich am Titelgewinn beitrug, der erste Treffer im Mailänder Trikot. Und weil es so schön war, noch einmal in der Wiederholung das 1:1 von Knackstedt nach 38 Minuten. Im Schlussabschnitt hatte Ritten Pech, als Fabian Hackhofer zunächst den Pfosten traf und Domenico Berna im Nachschuss am glänzenden Raycroft scheiterte. Ritten verlangte zwar den Videobeweis, der Puck ging aber ganz klar an den Pfosten und dann vergab Berna. Auf der Gegenseite versuchte es Kinasevic in Umdrehen, Bogge passte aber auf. Im Gegenzug leitete Gruber einen Angriff ein, passte dann geschickt nach hinten zum mitlaufenden Emanuel Schelfer, der jedoch übers Tor hinausschoss. Dann tankte sich Tommaso Goy auf der rechten Seite durch, sein Schuss knallte an den Pfosten. Es war bereits der 3. Pfostenschuss der Lombarden. Anschließend war wieder Ritten an der Reihe. DJ Kemp spielte Domenico Berna frei, der nach 55 Minuten zum 2:1 traf. Der nur 1,65 Meter große Italo-Kanadier bewies wieder einmal seine Torgefährlichkeit und feierte bereits seinen 9. Saisontreffer. Ritten glaubte jetzt das Spiel entschieden zu haben, machte aber wohl die Rechnung ohne Mailand.
Denn die Führung der Hausherren währte nur etwas mehr als eine Minute, ehe Matrajan den Freistädten Gregor Jori anspielte und dieser das 2:2 fixierte und somit die Verlängerung herbeizwang. Auch für den ehemaligen Wasserstürmer war es das 9. Tor in dieser Meisterschaft. Gleich zu Beginn der Verlängerung schrammte Knakstedt am Mailänder Siegestreffer vorbei. Kemp konnte gerade noch mit seinem Stecken dazwischengreifen und den Puck übers Tor lenken. Die beste Chance in der Overtime vergab allerdings der Rittner Lorenz D'Accordo, der zuerst Knacksteck ausspielte, dann aber daneben vorbeischoss. So musste die Begegnung wie schon im Hinspiel im Penaltyschießen entschieden werden. In Mailand siegte Rittensport und Greg Jasina traf auch gleich für die Hausherren. Es sollte aber das einzige Penaltytor der Rittner bleiben. Auf der Gegenseite waren hingegen Jordan Knacksteck, Eduardo Galitti und schließlich auch noch Rajan Kinasevic erfolgreich. Mailand gewann 3:2 und feierte den 4. Sieg in Folge. Ritten musste sich hingegen mit einem Punkt begnügen. Heute sind es wieder mal ist's gut gegangen. Und auch, dass wir es 2:2 noch gleich geschossen haben. Und in Overtime ist haben wir beide ein bisschen defensiv mehr gespielt, nicht viel riskiert. Und dann geht es halt zum Penaltyschießen. Jetzt haben wir halt heute ein bisschen die besseren Schützen gehabt. Auch haben wir die zwei neuen Ausländer, die haben heute 2 Tore geschossen haben, haben wir auch die Differenz gemacht. Es ist schade gewesen. Wir haben ein bisschen einen guten Schluss, viele Chancen gehabt. Ein Overtime noch und sind leider nicht hingegangen. Alle weiteren Ergebnisse der 18. Runde der Serie A fasse uns Hannes Grüß zusammen. Niklas Hjalmarsson drückte dem Spiel gegen Valpellice seinen Stempel auf. Beim 5:0-Sieg des HC Bozen erzielte der schwedische NHL-Verteidiger einen Doppelpack. Spitzenreiter Bustertal setzte sich in Cortina 6:4 durch. Allerdings war es das letzte Spiel von Kate Seabrook, der seine Karriere nur 24 Stunden nach diesem Erfolg völlig überraschend beendet hat. Fasa-Allege 0:2, Asiago Ponteba 4:3. In der Tabelle bleiben die Wölfe vorn mit 48 Punkten, Ritten nimmt mit 32 Zählern Rang 3 ein und Bozen hat als Fünfter 30 Punkte sammeln können. Und wir wechseln jetzt in die zweite Liga, und zwar zum Südtiroler Derby zwischen dem EV Bozen und dem HC Meran. In der Bozener Eiswelle war Kurt Platter. Beide Mannschaften hatten am Freitag verloren und brannten auf Wiedergutmachung. Der EV Bozen war gegen Sterzing mit 4:10 untergegangen, während der HC Meran gegen Kaltern mit 2:4 den kürzeren gezogen hatte. In der Eiswelle ging die Serie der Auswärtssiege indes weiter. Im dritten Duell der beiden Kontrahenten setzten sich erneut die Gäste durch. Nachdem Meran das erste Spiel auf fremdem Eis mit 4:3 gewonnen und Bozen in der Meran Arena einen 6:3 Auswärtssieg gefeiert hatte. Gestern behielt Meran mit 2:1 die Oberhand und festigte den 5. Tabellenplatz. Ja, also das Spiel war für uns sicher sehr wichtig, weil sie ja unser direkter Gegner sind, sondern sie sind hinter uns. Und das war für uns eigentlich ein 6-Punkte-Spiel. Wir haben uns am Anfang hart getan, aber wir haben ganz gut angefangen eigentlich. Nicht viele Chancen zugelassen und am Ende war es meiner Meinung nach schon ein verdienter Sieg. Ich glaube, wir haben ziemlich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben wieder gekämpft und wir haben viele Strafminuten gehabt, haben die aber auch gekillt. Leider haben wir unsere Chance nicht genutzt und der Tour hat ein super Spiel gemacht. Und ja, zum Schluss hat es nicht gereicht. Wir waren müde, uns fällt ein bisschen heiß, Eistraining, es soll aber keine Ausrede sein. Im Moment müssen wir halt zusammenhalten und schauen, dass wir so irgendwie weiterkommen. Die dritte Bozener Niederlage in Folge schmerzte natürlich, wenngleich die Verantwortlichen und Spieler aufgrund der derzeitigen Situation in der Bozener Sill andere Sorgen haben. Vor einer Woche wurde die Anlage aufgrund der starken Regenfälle bekanntlich von Wasser, Schlamm und Geröllmassen arg in Mitleidenschaft gezogen, weshalb die Mannschaft von Trainer Fred Carroll in den vergangenen Tagen nur einmal trainieren konnte. Ich war gestern drin. Und es sind circa ein Viertel der Arbeiten, dürften jetzt erledigt sein. Ich nehme mal an, dass es aber schon circa 3 Wochen noch dauern wird. Und wir hoffen natürlich stark, dass da wir so schnell wie möglich wieder in die Sill ziehen können. Das ist für uns überlebenswichtig. Wir sehen es ja jetzt, wie wichtig die Anlage ist, weil wir sind heute einmal da, morgen irgendwo anders, einmal um 12.30 Uhr, einmal um 9 Uhr abends und so weiter. Das ist absolut kein Zustand, der dauern darf, weil das bringt die ganze Mannschaft durcheinander. Unser Leben ohne die Sill ist fast unmöglich. Wir kriegen da zwar Eiszeiten, aber zum Beispiel morgen zum Mittag, dann sind da 6 Leute. Ohne Training ist schwierig.
Der Verein bemüht sich, es ist aber effektiv schwierig. Wir brauchen unbedingt die Silben, um weitermachen zu können. Ich glaube, der ganze FA Bozen, auch die Jugend in der A2, findet man vielleicht Möglichkeiten auszuweichen, aber man sollte halt schon genügend Eiszeit während der Woche haben, um die Leistung auch während den Spielen zu bringen. Ich hoffe stark, ich bin in der Silben aufgewachsen, dass das alles Mögliche getan wird, dass wir wieder rein können. Und, weil sonst wird es eben schwierig, über die ganzen Monate. Also. Das Spiel selbst stand auf einem sehr niedrigen Niveau und ist schnell erzählt. Bei den Hausherren fehlten die angeschlagenen Marcello Platte, Christian Timpone und Hannes Hölzl, während Merans Trainer Doug McKay die verletzten Michael Stocker und Riccardo Tombolato sowie Kapitän Max Ansoldi, der aus familiären Gründen passen musste, vorgeben musste. Bozen erwischte den besseren Start und nach nur 25 Sekunden kreuzte Nicola Pace gefährlich vor Alessandro Tura auf. Dieser ersetzte den zum HC Asiago zurückgekehrten Vincenzo Marozzi und wurde gleich geprüft. Meran agierte aus einer gesicherten Defensive heraus und man musste bis zur 11. Minute auf die erste Chance warten. Michele Ciresa und Dagard Desmet leisteten die Vorarbeit, doch Daniel Frank schoss knapp am Tor vorbei. Die größte Möglichkeit im Startdrittel fand Dylan Stanley vor. Der Liga-Topscorer entwischte in Unterzahl seinen Bewachern, scheiterte aber zweimal am aufmerksamen Tura. Meran begann den Mittelabschnitt mit einem Mann mehr auf dem Eis und ging sofort in Führung. Die Hartgummischeibe kam über Ciresa und Viktor Wallin zu Daniel Rizzi, dessen alles andere als unwiderstehlicher Schuss von der blauen Linie Tessini überraschte. Im zweiten Drittel waren gerade einmal 22 Sekunden gespielt, als der 20-jährige Meraner Stürmer mit seinem 7. Saisontor den Band brach und der Bozner Torhüter nicht die beste Figur machte. Auf der anderen Seite kam Philipp Grandi nach einem Schussversuch von Oliver Schenk an den Puck, doch Tura behielt den Durchblick. Danach hätte Thomas Mitterer auf 2:0 erhöhen können. Nach Vorarbeit von Stefan Kobler stand Merans Stürmer mit der Nummer 12 allein vor Tessini, der mit einer Glanztat über sich hinauswuchs. Wenige Minuten später machte es Mitterer besser und buxierte die Scheibe über die Torlinie. Doch der gut postierte Schiedsrichter annullierte den Treffer wegen Torraumabseits. Das Schlussdrittel begann dann wieder mit einem Tor für Meran. Desmet legte für Ciresa ab, der nicht lange fackelte und mit einem Flachschuss auf 2:0 erhöhte. Für den 32-jährigen Stürmer, der die Saison in Pergine begonnen hatte und erst 10 Spiele für den HCM bestritten hat, war es der 8. Treffer im Merano Trikot. Die Freude währte aber nur 3 Minuten. Als Bozen in Unterzahl agierte, schickte Stanislav Jasicko Stanley auf die Reise. Dieser bediente mustergültig den mitgelaufenen Schenk, der Tura keine Abwehrmöglichkeit ließ. Der 29-jährige Brixner, der im Vorjahr noch für Meran auf Torjagd gegangen war, hält damit bereits bei 9 Saisontreffern. Für den letzten Aufreger in dieser schwachen Partie sorgte Stefan Palla nach Zuspiel von Mitterer, doch der Schuss fiel zu hoch aus. Deshalb blieb es beim knappen Meraner 2:1-Sieg. Die weiteren Ergebnisse in der Serie A2. Eppan Sterzing 2:4, Neumarkt Pergine 5:3 und Kaltern gegen Gröden endete 7:5 für die Ladiner. Die Hechte bekommen übrigens Verstärkung, Thomas Bichler kehrt zu seinem Stammverein zurück. Der 27-jährige Angreifer spielte 7 Saisonen bei den Wölfen und im vergangenen Jahr für Rittensport, hatte heuer aber keinen Vertrag. Neumarkt hat sich die Tabellenführung von Eppan zurückgeholt, dahinter warten Sterzing, Kaltern und der HC Meran nur auf einen Fehltritt des Spitzenreiters. Das war's also auch für diese Sendung. Weiter geht es ja im Eishockey bereits morgen, und zwar mit dem vorgezogenen Spiel der 19. Runde der Serie A zwischen dem HC Bozen und Allegge. Das Spiel wird in der Eiswelle von Bozen ausgetragen. Dort findet dann am kommenden Wochenende auch der Continental Cup statt, und zwar das Halbfinale, wo ebenfalls die Bozener im Einsatz sein werden. Wir werden natürlich wieder dann ausführlich darüber berichten. Wir bedanken uns fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.